Metaphysik, Metataphysika, das ist der Schritt über die Physik hinaus. Und ich wage die These, dass alle grundlegende Philosophie zumindest ein metaphysisches Fragen enthält, dass ein nachmetaphysisches Denken eine Contradictio in adjecto, also ein Widerspruch in sich selber ist. Zum Ende unserer Reihe sollte man sich ja auch Gedanken machen über die Tendenzen in der Philosophie heute und über die Kräfte, die wirksam sind. Und man muss sagen, einerseits wird der epistemische Scientismus stärker, diese Kleinschrittigkeit, Philosophie als Wissenschaft unter anderem, die auch immer nur in kleinen Etappen forscht und lehrt. Ich habe das schon berührt im Blick auf die analytische Philosophie, die aber nicht mehr die großen Entwürfe macht. Das ist eine Tendenz, die anhält und aus deren Setting auch viele Arbeiten geschrieben werden nach wie vor. Man sieht heute allerdings auch, gerade wo die analytische Philosophie sehr weit geht, dass das nicht mit einem Reduktionismus verbunden sein muss, sondern dass auch metaphysische Fragen wiederkehren. Es gibt also eine verwandelte Metaphysik. Übrigens etwas, was die Generation von Husserl und Heidegger und auch Wittgenstein noch gar nicht so im Auge hatten, dass aus diesen strikten Denkformen, Denkvollzügen wieder metaphysische Muster hervorgehen können. Und insofern kann man von einer nachmetaphysischen Zeit, einer nachmetaphysischen Philosophie eigentlich nicht voll begründet sprechen. Ich weiß wohl, dass der Terminus sehr verbreitet ist, durch Jürgen Habermas in die Welt gebracht, zumindest die deutschsprachige, auch die internationale. Man muss gar nicht mehr begründen, warum man nachmetaphysisch denkt, aber kann man wirklich die Metaphysik preisgeben? Was tut man dann eigentlich? Habermas ist da selber ein sehr interessantes Beispiel. Er hält bis heute an dem nachmetaphysischen Paradigma fest, hat er nie eine Revision unterzogen. Da hat ihn der Religionsphilosoph und Theologe Dalfert einer sehr brillanten Kritik unterzogen. Brillant, wirklich sehr treffend. Und zugleich hat Habermas vor nun auch schon wieder 2 Jahren, also damals mit 91 Jahren, ein zweibändiges großes Werk vorgelegt, auch eine Geschichte der Philosophie. Und da geht es um nicht weniger als die Differenzierung, ich hatte damals das auch in einem kurzen Trailer vorgestellt, um die Differenzierung von Glauben und Wissen. Im Grunde müsste das auch zu einem Nachdenken über die Metaphysik führen. Und es ist die Frage, wie Metaphysik und Moderne zueinander stehen. Als ich studiert habe, vor über 30 Jahren, sah man das eher als einen Widerspruch. Die Modernen wenden sich gegen die Metaphysik, die das alteuropäische Erbe ausmacht. Die Traditionalisten wehren diese Kritik ab und versuchen, die metaphysischen Bastionen aufzubauen. Eigentlich sehr simplifiziert. Auch eine Geschichte der Philosophie zeigt gerade und durchaus brillant, wie die Dinge ineinander greifen, und wie man letztlich nicht aus der Metaphysik herauskommt, sondern eine Meta-Metaphysik begründet. Das ist nicht einfach das Metaverse von Musk und Twitter und so, aber es ist nicht ganz zufällig, dass in den 2020er Jahren diese neuen Möglichkeiten auf eine Meta-Ebene führen und auch im Netz digital simulierbar werden. Es braucht vielleicht eine Meta-Metaphysik, einen Schritt über die bisherigen Mittel der Metaphysik hinaus, die aber nicht anders geschehen kann als mit metaphysischen Mitteln. Ich bin auch sehr überzeugt, dass eine Theologie, die ihre Begrifflichkeit nicht metaphysisch schult, in den Fragen der Welt und der Zeit
nicht mehr gesprächsfähig ist. Bestenfalls, und das ist schon sehr viel, schafft sie ein gutes biblisches Fundament, kann sie überzeugende Predigt leisten. Das ist wirklich viel. Aber wo sie auf den Markt geht, wo sie überzeugen will, auch im Konkursus der Wissenschaften, da ist sie mehr oder minder verloren wie der Fußgänger, wenn ihm das Watt, wenn im Watt die Wellen kommen und er nicht mehr mit seinem Fußgehen dieser Kraft gewachsen ist. Also die Gottesfrage, wenn man sie aufmerksam stellt, führt in eine metaphysische oder metametaphysische Frage zurück. Und das findet man sehr breit gestreut. Ich könnte auf die Phänomenologie verweisen, auf Edith Stein vor allem, die an Husserl geschult ihren Weg gegangen ist. Aber natürlich auch auf Derrida, auf Levinas und andere. Einer der wichtigsten christlichen Denker, heute kommt nicht zufällig aus Frankreich, der Katholik Jean-Luc Marion, der letztes Jahr im November den Ratzinger-Preis in Rom erhalten hat. Und seine deutsche Mitpreisträgerin Frau Gall-Falkowitz geht auch auf ihren Fährten diesen Weg weiter. Da ist das katholische Denken offener, vielfach auch geschulter als das evangelische. Ich versuche in einem evangelischen Raum dieses metaphysische Desiderat bewusst wachzurufen und wachzuhalten. Aber es gibt eben auch bedeutende Philosophen, die einen Weg gegangen sind in England, in Deutschland, Man kennt die religionsphilosophische Schule von Swinburne und Plantinga. Plantinga ist ja ein Australier, Neuseeländer, also er ist sehr international. Swinburne, ein klassischer britischer Philosoph, strenger Logiker, der diese Fragen rekonstruiert und der wirklich Settings macht, wie, was ist plausibler in dem Plausibilitätsspektrum zwischen 0 und 1 und den Zwischenwerten ein atheistisches Weltbild oder ein Glaube an Gott, der sich sehr scharfsinnig damit auseinandersetzt, auch mit all der Schulung, die man in seiner Tradition lernen kann. Das hat einen Wert, es ist aber nicht der Allschlüssel zu der Gottesfrage, aber natürlich ist Swinburne auch international ein großer, der das wieder wachgerufen hat. Es ist nicht zuletzt zu nennen die Radical Orthodoxy, mit ihrem Schulhaupt Milbank, John Milbank, der das anders macht, der es sehr stark assoziativ, historisch, geschichtlich macht, der Zusammenhänge herstellt, Verbindungslinien herstellt. Und ich bin sehr stolz darauf, eigentlich glücklich und dankbar, das ist ja der Stolz des demütigen Philosophen, dass es uns in Basel gelungen ist, 2015 mit sehr begrenzten Mitteln eine der ersten Tagungen im deutschen Sprachraum über die Radical Orthodoxy zu veranstalten. Hier danke ich auch meinem Freund und Kollegen Sven Grosse. Ich bin jetzt 10 Jahre an diesem Ort. Sven Grosse wird in wenigen Wochen 60 Jahre alt. Da wird auch einiges von ihm publiziert, seine gesammelten Aufsätze. Und er ist wirklich durch die Jahre hindurch ein guter Kollege auch in diesen gemeinsamen Wegen gewesen. Man kann eben auch durch die Ideengeschichte, die vom Platonismus, von der dominikanischen Philosophie und Theologie, für Sven Grosse sehr wichtig, Thomas von Aquin, für mich wichtiger Meister Eckhart, bis hin zur Romantik, zum deutschen Idealismus reicht, Fährten weiterverfolgen und neu fruchtbar machen, die Glauben und Wissen aufeinander beziehen.